Es war die Megafete in Berlin, der Rave-Hauptstadt, ein Magnet für Millionen. Und dabei hatte alles so klein angefangen. Rund 100 Leute tanzten 1989 auf dem Kudamm. Initiator der gebürtige Spandauer Matthias Roink, alias Dr. Motte, gern im grünen T-Shirt. Dann waren die DJs da, Westbam, Kid Paul, Johnson und ich. Wir hatten jeder drei Kassetten dabei, weil wir auf allen drei Wägen die gleiche Musik laufen lassen wollten. Und der Tanz auf dem Boulevard musste offiziell als Demo angemeldet werden. Helmut Heimann, Radio 1 Moderator, war damals Mottes Nachbar. Haben Sie ihm gesagt, er braucht einen Slogan, irgendwas Politisches, und dann fiel ihm ein Friede, Feuer, Eierkuchen? Also da steht dann Frieden für Abrüstung, Freude stand für Musik als Mittel der Völkerverständigung und Eierkuchen für die gerechte Nahrungsmittelverteilung. Kaffee für Silke Super. Die Musikexpertin und Radio 1 Moderatorin reiste anfangs aus Münster zum Raven nach Berlin. Diese ersten Umzüge waren einfach legendär. Also auf so einem Wagen mit lauter Musik im Juli bei knallbestem Wetter da lang zu brettern, hat eh schon mal Spaß gemacht. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich bin ja alter Hippie und für mich war das romantisch. Der Geist des Ganzen hat mir sehr gut gefallen. Love and Peace. Und was dann später draus wurde, das ist natürlich eine andere Geschichte. 1995 zogen schon 500.000 über den Kurfürstendamm und der RBB, damals SFB, berichtete live in der Abendschau. Sind ja mehr Menschen als bei der Maueröffnung, oder? Es ist Wahnsinn, es ist wirklich unglaublich voll hier auf dem Kudamm. 500.000 Menschen, ganz bestimmt eine richtige Zahl. Bald wurde die Million geknackt. Ab 1996 Umzug auf die Straße des 17. Juni, die Raver-Party voller als jede WM-Meile. Schrill und laut, so laut, dass manchmal nur noch Zeichensprache half oder Minimalkonversation. Marusha, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Schön, danke. Wie freut mich auch, dass du da bist. Eine Musik. Als Reporter auch dabei, Götz Alsmann. Es wird eine großartige Party, da bin ich ganz sicher. Und ich fliege zurück ins Funkhaus. Und aus dem Off kommentierte Volker Wiebrecht im Wohnwagen körperbetont. Die Beats und Bässe macht sich ja gerne die Fußnägel währenddessen und ich massiere mein Knie. Also es ist ganz und gar im Grunde genommen wie auf der Love Parade auch, der Körper steht im Vordergrund. Die Love Parade, ein Marketingrenner und immer noch für viele ein Riesenspaß. Für mich ging es um das Feiern. Für mich war das ein unglaubliches Lebensgefühl und auch, hat auch wirklich einen großen Prozentsatz meines Lebens ausgemacht. 14 Love Parades haben Generationen geprägt und legendär die Ansprachen von Dr. Motte. Für ihn war es mehr als nur Tanzen. Wir wollen ja demonstrieren mit Musik für eine bessere Welt. Und dann ist mein Einsatz dann unendlich. Und ich kriege da auch Energie davon, wenn ich daran denke, was wir da geschafft haben. Zuletzt schafften Motte die Müll-, Toiletten- und Sicherheitsprobleme. Die Love Parade fiel zweimal aus. Dann 2007, der neue Veranstalter Schaller macht Schluss. Die Love Parade zog ins Ruhrgebiet. 2010 dann die Katastrophe von Duisburg mit 21 Toten, 600 Verletzten. Zurück nach Berlin. Die Stadt bekam den Zug der Liebe. Der Love Parade Spirit kam nicht zurück. Die Erinnerung daran wird ab morgen in der Ausstellung 90s in der Alten Münze wieder aufleben. Rave on mit Dr. Motte.